Und damit, Freunde, wieder herzlich willkommen zurück zu Space Engineers mit Muffy. Hallöle. Und wir knien nieder, beziehungsweise ich habe Muffy dazu gezwungen. Genau, ich habe Winken vergessen. Hallö. Ja, und zwar aus folgenden Grund. Niederknien, erstmal Entschuldigung, dass jetzt eine Weile nicht kam. Aber wie gesagt, ich habe es ja bei Medieval schon mal gesagt. Ich habe gerade ein bisschen zeitlich Stress. Muffy kennt das alles. Bei Muffy ist es ja nicht anders. Ja. Und in diesem Sinne werden wir das jetzt so machen, so wie wir die Folgen jetzt wirklich haben, so hauen wir sie auch raus. Weil ich habe mich jetzt dazu entschlossen, wenn ich jetzt alleine für SE nichts habe, dass ich das erstmal so weit ausblende, bis dann Muffy sagt, gut, wir können wieder mal eine Runde aufnehmen. In der Hoffnung, dass Muffy jetzt mal ein bisschen mehr Zeit hat, dass es nicht so lange ausfällt. Nee, aber ja, wir müssen halt gucken, wie wir es am besten machen. In der Hoffnung, dass es eh nicht so lange stehen bleibt. Bloß ich möchte auch nicht so viel ohne Muffy machen, weil wir haben das Ding ja eigentlich zusammen gestartet und möchten das ja eigentlich auch zusammen spielen. Genau. Und warum wir jetzt... Ja, weiß ich doch, halt die Klappe. Was? Nee, der hat gerade zu mir gesagt, Fuel Critical. Ich muss dann meinen Sauerstoff, meinen Wasserstoff tanken. Ach so. Ja, das ist typisch wieder jetzt gerade in... Immer die doofe KI, weißt du? So. Ja, ja. Und warum wir jetzt gerade niederknien, hat den Grund, ich habe in der letzten Folge, die ist ja schon eine Weile her, oder schon sogar vor der letzten Folge noch, ein super geiles Mega-Kommentar gelesen von Games for You. Das blende ich euch auch jetzt gerade mal ein. Und werde euch das auch mal vorlesen, weil ich finde das echt geil. Also das habe ich selber nicht gewusst, dass das möglich ist, absolut nicht. Und von daher, danke für dein mega geiles Kommentar. Es ist nicht so angekommen, wie du gedacht hast, weil du hast in der Zwischenzeit schon wieder geantwortet. Also mega, absolut geil. So, und er schreibt hier, meine Frage. Ich schaue ja echt gern hier rein. Entschuldige bitte für mein Lesen, aber ich bin gerade vor vielleicht einer halben Stunde erst aufgestanden. Weil müde, Spätschicht und so, spät nach Hause, ja, gut, entschuldige das bitte. Aber warum um Himmels Willen spielt ihr so kompliziert? Nutzt doch mal das, was euch das Spiel bietet. Ihr rennt unnötig hin und her, um Mats zu holen. Inventar leeren umständlich auf jedes Feld per Doppelklick. Warum keine weitere Wasserstoffflasche im Inventar? Mit 3 Flaschen könnte man bis ins All fliegen. Hat Muffy mich vorhin auch gefragt. Ja, ich sage, ja, stimmt wirklich. Das tut schon fast weh. Gut, okay, wenn man sich die Videos von uns anguckt, dann könnte ich denken, dass es wirklich fast weh tut. Setzt doch die Blöcke und dann mit dem Schweißer in der Hand Rechtsklick. Man kann bis zu 8 Baupläne speichern, dann zum Lager und mit dem zweiten Pfeil von oben die Mats holen. Das gleiche beim Inventar. Erster Pfeil und schwupps, alle Baumaterialien sind im Lager. Ihr macht es euch unnötig kompliziert und andere lernen dadurch die gleichen Fehler zu machen. Also, wie gesagt, echt mega geiles Kommentar. Danke Games for You dafür, weil ich, wie gesagt, mit den Bauplänen, das wusste ich nicht. Ich blende das jetzt mal wieder aus. Das ist für mich, für die Folge, wo das war, absoluter mega geile Top-Kommentar. Ich finde sowas echt geil, weil, wie gesagt, ich wusste das mit den Bauplänen nicht. Ich habe das dann auch gleich ausprobiert, auch mit den Buttons da drin. Falls Muffy jetzt nicht klarkommt, ich erkläre es ihm dann gleich nochmal. Juhu. Und dann können wir ja mal testweise was machen. Und dann gucken wir mal, dass wir das Riesenteil nochmal in die Höhle reinkriegen. Ja. So. Ich stehe jetzt erstmal wieder auf, weil jetzt habe ich genug gekniet. Ich habe mir schon die Knie wund gescheuert. Aua. Ja, Muffy, du musst C drücken. So. Ich weiß. Ja, und mir voll in die Kamera rennt, du Sau. So. Gut, also Muffy, wenn du das jetzt nicht weißt, pass auf, wir machen das jetzt mal. Na, jetzt muss ich erstmal die Liste. Ne. Ne. Das ist jetzt aber mies. Guck mal, was mir gerade aufgefallen ist. Was? Guck mal, wir haben jetzt schon so lange rumgemerkt, jetzt sind unsere Elektrotürme da oben schon gerostet. Oh, toll gemacht, ey. Ja, oh. Ruhe. Oh, oh, oh. Wow. Der war knapp. Achso, und übrigens kann man jetzt auch durch die, also beziehungsweise kann man jetzt auch, konnte man die ganze Weile schon durch die Meteoriten, die bringen auch Uran mit. Oh, sehr gut. Man hätte eine Chance, dass da Uran dabei ist. Ist jetzt nicht unbedingt gegeben, aber man hätte eine Chance. Warum habe ich eigentlich eine Sauerstoffflasche einstecken? Das stand aber auch in den Kommentaren drin, gell? Ja, die Wasserstoffflaschen, nicht die Sauerstoff, also die Hydrogenflaschen. Nicht die Sauerstoffflaschen.
Ja, aber da stand in meinen Kommentaren, warum hast du eine Sauerstoffflasche drin? Echt? Okay. Ja. Okay, dann habe ich mich verklickt. So. Also aber das wäre jetzt zum Beispiel gleich die erste Taste. Ach nee, warte mal, Quatsch. Ach nee, habe ich jetzt noch. Siehst du, genau eine Frage hätte ich dann aber noch, Games for You, wenn du die Folge jetzt siehst. Wo sehe ich denn, wo meine Blueprints gespeichert sind? Wo sehe ich denn das? Weil das habe ich auch noch nicht rausgekriegt, wo ich das sehe. Ist das bei Info? Nee. Control? Weil das habe ich auch noch nicht rausgekriegt, wo ich das sehe. Also ein Welder in der Hand oder was? Ja, warte, pass auf, wir machen das jetzt einfach mal. Wir setzen jetzt mal hier, beziehungsweise... Ach, kann ich nicht, weil ich habe keine Interior-Platten einstecken. Warte. Hast du einen Haken raus? Inventory. Was für ein Haken? Was für ein Haken? Na, wir haben doch vorhin immer rumprobiert. Ja, den habe ich raus. Gut. So, pass auf. Der wird jetzt gesetzt, ja? Dann nimmst du jetzt den Welder und machst mit dem Welder Rechtsklick. Und dann ist hier Components added to build. Blueprint. Jetzt gehst du an den Cargo ran, wenn ja. Natürlich dein Inventar entsprechend leer ist und drückst auf den, welcher war's? Genau, hier den ersten Schalter von oben. Drückst jetzt einmal drauf und dann wird dir zum Beispiel gesagt, hier fehlen zum Beispiel noch 8 Small Steel Tubes, ein Motor und ein Display. Und 2 Other Komponenten fehlen noch. So, und jetzt könntest du den normalerweise mit einem Rutsch fertig schweißen. Aber ich glaube, wir haben keine Displays mehr, weil das Display fehlt wirklich. Der Rest ist alles da, es fehlt jetzt nur das Display. So, aber wie? Aber wo sehe ich jetzt, wo der Blueprint gespeichert ist? Ja, ich weiß, aber wo sehe ich denn das jetzt, wo das Display gespeichert ist, dieser Blueprint? Wo sehe ich denn das? Das weiß ich gerade nicht. Inventar und dann auf... Hat Select Komponenten? Nee, Quatsch. Nee. Bei Info sehe ich es auch nicht. Ach, warte mal, Create Block Info. Large Grid? Nee, das ist Remove. Das ist ja das komplette Grid, oder? Against other Pac-Man. Nö. Also falls du da noch irgendwas hast, ich finde das jetzt gerade nicht, wo man das sieht. Keine Ahnung. Warte mal, man könnte höchstens mal gucken bei Production. Control Panel? Nee. Aber wo sieht man denn die Blueprints, die man gespeichert hat? Das würde mich echt mal interessieren. Weil ich weiß, ich habe ja bei ihm extra mal reingeguckt bei Games for You. Also von daher, ich weiß, dass man das irgendwo sieht, aber ich habe nicht genau gesehen, wo man das sieht. Ja gut, vielleicht kriege ich dazu ja auch noch eine Antwort. Ach so, und genau, und jetzt kannst du zum Beispiel, zack. Nee. Wieso geht denn das nicht? Ah, jetzt geht's bei mir. Was? Deposit all ores, ingots, components. Ja, ich wollte jetzt aber gerade die Mats ablegen. Naja, auf den zweiten Fall. Ja, kann ich aber nicht. Weil dann sagt er mir irgendwas, 6 Components Cloud not be disposed. Ich hab's abgelegt. Das macht er bei mir aber irgendwie gerade nicht. Ach nee, weil das Ding voll ist, deswegen. Nee, du musst auf den Viereck da, auf die Show Connected Inventories. Ja. Und dann auf diesen Pfeil. Ah, okay. Sehr gut. Wird was gelernt. Danke, Muffy. So, den können wir jetzt wieder abbauen hier. Das war ja bloß zum Probieren. Also weißt du jetzt ungefähr, wie es geht, ja? Das kannst du auch mit normalen Blöcken, das kannst du mit allem quasi machen. So, und jetzt, ihr seht, der Pac-Man steht jetzt da oben. Ich habe den dann nach langer Rumprobiererei rausbekommen. Muffy hat das auch nicht mehr miterlebt. Nein. Und hab den dann mal hier hinten geparkt. Ich habe dann hier diese
diese Plattform gebastelt. Ich musste den dann erstmal anheben und erstmal leer laufen lassen, weil der hat sich überhaupt nicht mehr eingekriegt vor lauter Zitterei und so. Deswegen auch der Connector hier. Ja, er hat jetzt quasi Beine. Die können jetzt zwar nicht laufen, aber man kann ihn hochheben. Ich habe jetzt auch hier nochmal die Wheels angepasst, ein bisschen tiefer gesetzt, dass es alles ein bisschen passt. Hinten habe ich drei Ejector dran gebaut. Also eigentlich Co. Wann ist jetzt? Collector? Nee, wie hießen die Dinger? Das ist schon wieder vergessen. Doch, Connectoren. Drei Connector angebaut und dann, ja, alles nochmal ein bisschen überarbeitet. Aber hast du dir mal die Kommentare durchgelesen? Da stand da irgendwo drin, dass wir die Wheels falsch rumgesetzt haben. Ja, das war, glaube ich, aber schon eher, wo wir sie wirklich falsch rumgesetzt hatten. Das habe ich Ja, auch gelesen, ja. ich weiß aber nicht, ob die jetzt falsch rum sind oder richtig Nee, rum, weil jetzt hier. sind sie eigentlich richtig rum. Weil wenn du jetzt nach, wenn das Gefährt jetzt höher stehst, gehen die Räder runter, also kommt das Gefährt hoch. Jetzt sind sie eigentlich richtig rum dran. Mach ich glaubt mir nicht. Hier, wie zum Beispiel beim Goliath, sind sie verkehrt rum dran. Weil wenn du da nach oben gehst, müsstest du ja einen Minusbereich ziehen, dass die Karre hochkommt. Aber bei dem Ding hier ist es auch so. War die da auch so rum dran, ja? Ja. Ja, keine Ahnung. Na gut, ich meine, wir können das Ding gerne umbauen und die Räder nochmal drehen. Mir ist das wurscht. Können wir gerne machen. Ja. Was jetzt? Na, nicht unbedingt jetzt. Ach, nicht unbedingt jetzt. So, was machen So, bin jetzt erstmal dabei, meine Hydrogen-Scheiße aufzufüllen. wir? Meine ist noch voll. Ach, wir haben kein Eis. Doch, wir haben noch Eis. Wieso packen das die Flasche nicht da rein? Du sollst doch raus, Dennis. Und dieser Spalt muss sein, sagst du, ja? Ja, weil es ist es ja mit dem Grid verbunden. Und dann kann es passieren, wenn wir den hier hinten parken, dass er dann trotzdem wieder rumzickt, wenn wir auf dem Original-Grid bauen. Ach so, okay. Deswegen habe ich das jetzt so gelassen. Deswegen habe ich das jetzt so gelassen. Meine, wollen wir ihn jetzt anschmeißen? Wollen wir ihn jetzt nochmal reinschicken oder wie oder was? Naja, wäre jetzt. Weil jetzt ist bloß die Frage, wie machen wir das dann mit dem Setzen? Wollen wir erst ein Stück bohren lassen oder? Da erstmal ein Stückchen bohren Weil lassen, ich dann würde wieder jetzt, rausfahren. ja, weil ich würde jetzt ehrlich gesagt gerne so bohren, dass wir das Grid nicht mehr verlassen. Darum geht es jetzt. Dass wir quasi nur auf den gesetzten Teilen bleiben. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das Schlimme ist, wir müssten ja trotzdem noch was basteln, dass wir den andocken können, weil sonst ist die Karre irgendwann leer. Der lädt ja nicht mit den Landing Gears. Ja, nee, da muss man ja einen Connector oder sowas. Muss man halt. Muss man das hier wieder machen, ja. Wisst ihr wie? Ja, es darf bloß nicht so hoch sein. Dann wäre es vielleicht Die am. Conveyors dann weiterschieben. Dass man den hinten andockt, meinst du? Wieso sind die Dass eigentlich? man hier eine in der Mitte so ein Conveyor-System daran. Wisst ihr? Ja, da kommt der doch wieder nicht dran vorbei dann. Oder willst du ihn dann hier stehen lassen? Na, wir können ja reinfahren, gell? Ach so, Ja, das man ja. nebenbei. Genau das meine ich. Wir können den erstmal reinfahren, gell? Dann buddelt er, so wie der buddelt, dann fahren wir wieder raus. Er kackt sich hier aus und wir können da bauen. Ja, aber wie laden wir das Ding in der Zwischenzeit? Na, mit dem Dings hier, mit dem. Aber wenn er sich hier auskackt, wie willst du denn dann? Ach so, du meinst das so, dass er quasi dann hier andocken kann, von unten her Genau. oder was? Genau. Na gut, das müsste man probieren, ja. Das müsste man probieren, ob das geht. Na gut, okay, dann hole ich die Bude erstmal. Ja. Ich warte hier. Weiß nicht, ob das günstig ist, aber ich warte erstmal hier. Ja, wenn, dann wirst du es merken, wenn er über dich drüber Ja. rollt.
Ach so, der müsste jetzt aber eigentlich auch leer sein. Ja, der müsste leer sein. So, jetzt muss ich selber erstmal gucken, wie das war. Das ist schon ein bisschen her. Also wir hätten jetzt noch Strom für 8, für 8 Tage für das Teil. Naja, es geht ja. Ja, es geht ja. So, welcher wurden jetzt was? Ich glaube 4. 2 Warp-Pistons für die Kamera. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Also drücke ich jetzt mal die 4. Also Und Leute, dann. schade, dass ihr das nicht seht. Ich sehe es ganz gut. Was sehen Sie nicht? Na, wie das Ding runtergeht. Na klar, sehen Sie es. Ach, von dir aus. Okay. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja. So, Das sieht cool ich aus. muss bloß den Moment abpassen, wenn der off sitzt, dass ich dann im richtigen Moment Jetzt. das Gear entlocke. Jupp. Leicht nachgefedert. So. Das Problem ist bloß, ich müsste jetzt mal eigentlich müsste ich jetzt mal eine Höhe einstellen, weil sonst kommt er zu hoch und dann klatscht er uns gegen die Wand da vorne. Bis das Landing Gear lockt, weißt du das mehr nicht, wenn wir den da vorne dann entladen wollen. Wollen wir das jetzt noch schnell machen? Ja, soll ich gucken? Komm. Naja, gucke mal, ja, ich stell's mal ein. Ach Quatsch, nicht geh. So, Bitte Control nicht meinen Panel. jetzt. Nein. So, warte mal, das war jetzt. Ach, wie habe ich sie denn jetzt gleich wieder genannt? Die Pistons. Ach hier, Pistons. Genau, Pistenheber ist das. Pistenheber. Pistenheber. Und die sind So. jetzt, weil sonst, ich muss jetzt das erklären, weil ihr seht das hier drinnen rot, die Maximum Impulse Axis und die Maximum Impulse Non-Axis, die sind auf Maximum gestellt, weil sonst würden die das Teil nicht anheben. Nicht mal im Leerzustand. Das ist echt schon heavy. So, Maximal Distance. Probieren wir es mal mit 5 Meter. Ja, komm, Receive. Das Gear lockt ja eigentlich Gott sei Dank automatisch. Das könnte aber schon zu viel sein. Nee, Ja, ja, doch. Ja, ist zu viel. Ja, aber dann lassen wir die 5 Meter ausfahren. wieso bleibt das so in der Luft? Was in der Verstehe. Luft? Ja, das ist das Landing Gear. Das müsste ich dann auf manuell Locking gehen. Aber ich habe das jetzt extra mit Absicht auf Auto gelassen, dass es den auch gleich hochhebt, gerade und nicht schief. Ja. So, dann gehen wir mal noch ein Stückchen runter. Ah, der schwebt jetzt komplett, hä? Ja. Jetzt nicht mehr. Ach, Gut, gut, scheiße, gut, scheiße. Ja, ich merk's gerade. gut. Wumm. Das muss passieren. Das ist ein Test. Und ich sitze mittendrin, ja. Ach, scheiße. Ach so, Mach warte das mal mal, stimmt. manuell. Ich hab ja, ich hab's ja auch falsch rum gemacht, ich Dussel. Nee, ich hab doch falsch rum gemacht. Ich hab doch die Minimum Distance 5 Meter. Ich muss doch das andere einstellen. I Trottel. So, also 5 Meter waren zu viel, hä? Ja. Probieren wir es mal mit. Na, wir probieren es mal mit 4 Meter. Immer noch. So, okay. 3 Meter reichen, denke ich. So, wie sitzt du jetzt? Mama 2,5. Ne, 3,5, wenn schon, denn ich bin jetzt gerade bei 4 Meter. Ach so, dann machen wir bei 3,4. 3,5. Besser? Ja. So, dann müsste ich jetzt bei Minimum Distance kann ich ja komplett auf 0 setzen. Ne, warte mal, Minimum Distance sind ja die, Maximum Distance müssten dann ja 10 Meter sein, so rum.
Was machst du? Na, ich fahre den jetzt nochmal hoch. Ach nee, Quatsch, kann ich ja gar nicht. Warte mal, stimmt. Das sind ja dann die 3,5. Maximum Distance. Und Minimum Distance wäre ja dann eigentlich 0. So, das Problem ist aber jetzt. Ach nee, das geht sogar. Okay. Ja, und jetzt dockt er nämlich auch gleich wieder an. Jetzt müsste ich es doch auf manuell machen. Na gut, dann muss ich die 3 umstellen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ach Gott, ich habe doch Gruppen. Switch Lock. Müsstest du aber genau manuell das, und das P ist dann der P ist dann der Porke. Genau. Ja, das P nicht, aber so, Autolock machen wir aus. Und dann müsste das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt die 3 drücke, müsste das jetzt genau ready to lock, genau. Sehr gut. So. Fahr hoch. Warte. Ich will jetzt noch mal kurz was einstellen. Und zwar machen wir das dann jetzt. Du kannst auch Wartungsmodus machen. Kannst du ja auf 6 Meter hoch. Naja, so zum Beispiel, ja. Aber wenn er jetzt im Tunnel drin steht oder da vorne, wo er nicht so hoch kann, dann zerruppen wir uns ja das ganze andere Zeug. Ja, stimmt. Ich mach mal bei Maximum Distance, mache ich mal 3,8. Wie gesagt, da muss man halt bloß im richtigen Moment dann die Landing Gears locken, dass er das dann auch mitkriegt. Und bei Minimum Distance machen wir mal 3 Meter, hä? Was die wieder einfahren. Ja. Du kannst ja auch die Gears runterlassen, gell? Und nicht locken, damit du halt rauskommst. Wisst ihr? Ah, jetzt habe ich nochmal schnell den Kommentar eingeblendet. Ja, aber ich habe das auf Enter gelegt. Das war vielleicht ein bisschen doof. Also hier ist nochmal das Kommentar. Nee, ist schon wieder weg. Okay. Ja, das Blöde ist, du brauchst halt immer einen, der guckt, wann das Ding unten ankommt. Ach nee, brauchst du nicht. Die werden ja gelb. Ja. Jetzt sitzen sie auf. So, wenn ich die jetzt entlocke. Ach so, richtig gut. Krass. So, und jetzt sind sie keine. Jetzt spielen sie keine Geige mehr. Dude. Das ist doch schon mal alles richtig cool. So, und du willst per Remote oder? Ja, ich bin auch gerade im Überlegen. Aber ich hatte doch. Ach nee, war das hier? Theoretisch. Ach. Mann, dieses scheiß Rad, jetzt lass mich los. So Gummi klebt immer so. Hä? Hängst du fest? Maffi hängt im Rad fest. Nimm mal das Jetpack. Aber wie du da drin hängst. Ich hab das auch noch nie gesehen. Das war gerade lustig. Aber normalerweise müsste ich das ja eigentlich auch. Kann ich das nicht auch von der Cryo aus machen? Eigentlich? So, Pac-Man. Wo ist meine Remote? Muffy, hör auf. Es wird jetzt peinlich genug. Nee, kann ich nicht. Also außer Cryo geht's schon mal nicht. Nicht? Nee, außer Cryo geht's nicht. Alter, der Goliath macht Geräusche hier, das ist ja Wahnsinn. Der Goliath macht Geräusche. So. Control. Okay, ich bin drin.
So, Achtung. Erste Hürde. Man merkt, dass er leer ist, weil der hinten so nachfedert, das ist echt der Hammer. Hm. Warte. Stopp. Ja, sehr gut. Bleib easy. Ja, jetzt irgendwo dagegen gedonnert. Guck. Oh, ich bin ein bisschen zu weit links, hä? Mhm. Na ja, dann machen wir es halt ein bisschen breiter, ist doch nicht so schlimm. Fahr nochmal zurück? Ja, warte. Muss es sowieso erstmal anders machen. Am besten wäre sowieso, wenn wir uns ein Cockpit oder sowas basteln, irgendwo hinstellen. Weil da kann man das, glaube ich, besser fungieren. Jetzt bin ich wieder blind. Ach, hier sind sie doch. Jetzt sehe ich es wieder nicht. Ach Quatsch, warte mal. Wo war denn jetzt dieses... Hier war das dabei. Hast du dieses Mini-Cockpit schon mal gesehen? Nein. Aber wo ist es denn jetzt? Was ist das? Nö. Hä? Ach hier, dieses, wie das ist, so eine Spielkonsole oder was? Ja. Mal Controls. Aber ich find's gerade nicht. Na, klick doch mal auf Cockpit Blocks. Ne, es müsste ja beim, das ist beim Passenger Seat dabei, aber er zieht's gerade nicht raus. Nein, das ist doch hier bei Small Control Seat heißt das Ding. Willst du mich verarschen? Ich hab den als einziger. Was hast du als einziger? Na, geh doch mal bei All Blocks, gell? Auf Cockpit Blocks. Ich bin bei All Blocks. Nein, bei Cockpit Blocks. Ach hier, dort meinst du. Ja, gut, okay, dann machen wir es halt so. Dann machen wir das halt so. Ach stimmt, ich kann das. Ich weiß, worum es nicht geht. Weil das ein Small Grid ist. Müsste ich jetzt erst noch einen Pisten bauen, deswegen geht das nicht. Quatsch, kein Pisten, ein Rotor und dann ein Small Rotor Head anbabbeln. Aber na gut, das wäre jetzt auch nicht das Thema. Dann kommen wir heute zwar nicht mehr zum Buddeln, aber wir machen ja nicht die eine Folge in der Session. Aber wohin? Hast du das Ding runtergesackt? Hm? Nee. Hast du das Ding nach unten getan? Was habe ich nach unten getan? Na, die, Was denn? Ach nee, das bin ich. Ich laufe hier rum. Okay. Nee, das neigt sich immer. Was neigt sich? Na, die, Miner. Nee. Die hängen ganz ruhig da. Kann sein, dass das ein bisschen nachwippt, ja, aber sonst nicht. So. Was ist denn mit dir? Na, der will Spaß haben. Da schießt irgendwo. Ach, da oben. Ist das ein Wolf? Kann sein. So, ich brauche jetzt erstmal Steel Plates. Oh, wir haben nur noch 122 Steelplates, also Stahlplatten. So, der kann weg. Und dann machen wir das jetzt. Hey, puff mich nicht an. Rotor, da ist er doch. Edit Small Head. Komme ich da jetzt ran? Wow! Was machst du? Ach stimmt, das war ich. Ja, scheiße, jetzt habe ich gar nicht dran gedacht. Verdammt! Aber die ganze Zeit ging's. Ne? Ich hab den Rotor auf das Grid gesetzt. Also, aber schon vorher eigentlich. Ach so. Ach ja, das ist doch blöd.
Das ist ja cool. So ein kleines Ding. Hä? Ach, weil es hier drüben wieder hängt. Alles klar. Ja, jetzt hängt doch ein bisschen schräg. Ich doch mal gucken. Auf jeden Fall war das eine gute Idee mit dem Anheben. Weil bloß eins connected auch. Kann er jetzt wenigstens erstmal nicht mehr rumspacken. Also siehst du, das geht zum Beispiel jetzt schon mal auch nicht. Ah gut, jetzt stand, okay. jetzt stand er aber nicht auf dem Landing Gear, muss man jetzt dazu sagen. Er stand nicht auf dem Landing Gear. Wo ist denn jetzt dieser Small Head? Nein, da war's. So. Was ist das jetzt? Ja, genau. So, und darauf kann ich jetzt zum Beispiel das hier setzen, wenn ich die richtigen Komponenten in der Tasche hätte. Verdammt! Verdammt! Was brauche ich denn jetzt? Interiorplatten schon wieder. So. Hallo? Spielst du jetzt noch mit? Wer, ich? Nee, ich meine, ach so. Hä? Was macht das, was macht das jetzt hier? Das ist normal, okay. Nee, das ist nicht normal. Habe ich jetzt irgendwas gedrückt? Was machst du? Ne, ich kann es gerade nicht setzen. Das ist das Problem. Ach so, ich kann... Ach, weil man den scheiß Mini-Motorhead so blöd anvisieren kann, deswegen. Gerade ging es jetzt. Da ist er. So. Und dann mal her mit den Mods. Was fehlt denn jetzt? Windows. Na, mach doch Rechtsklick. Interior. Ja, drei Windows Interior fehlen noch. Also Displays. Freie. Displays vermute ich mal. Ne, ich habe aber alles. Alles gut. Ich hatte aber alles. So, da ist das Mini-Cockpit. Cool. Jetzt weiß ich auch bloß nicht, ob das überhaupt geht. Weil, ist das jetzt mit dem Grid verbunden oder nicht? Das wäre jetzt eigentlich die Frage. Na, probier's doch mal. Bin ja dabei. Bleib mal ruhig. Bin ja dabei. Und es wird schon wieder finster hier. So, jetzt ist bloß die Frage, spackt er jetzt noch weiter rum? Weil ich denke mal eher schon, ja. So, zack. Ne, kann ich nicht. Weil das Cockpit auch keine Antenne hat. Weil dadurch, dass es auf dem Rotor sitzt, das sieht aber gut aus, wenn du da drin sitzt. Ja. Ja. Sieht cool aus. Na, Pac-Man, oder? Remote Chess. Hä? Geht das bei dir? Ich konnte nicht mehr auf den Pac-Man zugreifen. Terminal. Schon wieder. Ach, habe ich meine Antenne ausgemacht, ich Dussel? Du hast deine Antenne ausgemacht? Ich weiß es gerade nicht, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Deswegen ging es vielleicht auch nicht. Ja, aber jetzt kann ich auch wieder drauf zugreifen.
Nee, ja, ist ja wurscht. So. Nee, geht nicht. Aber warum habe ich ihn jetzt? Ich habe gar keine. Wo ist denn meine Steuerleiste hin? Hier ist alles auf einmal weg. Das ist ja ulkig. Soll ich die wieder abbauen hier? Ja, kannst du dich wieder abbauen. Bringt ja dann eh nichts. Wenn es nicht geht. So. Und die Räder spacken immer noch rum, ja? Soll ich einen einfachen Sitz freimachen? Was? Ja, packen einfach einen Sitz oder ein einfaches Cockpit hin. Control Station, ja? Ja. Muss jetzt gerade mal aufhören, dass das wieder rumspackt hier. Achso, du baust ja jetzt wieder, ja? Ja, warte. Jetzt geht gerade gar nichts mehr hier. Was denn? Ach, irgendwas ist kaputt gegangen. Scheiße. Was war denn bei der 6? Irgendwas ist im Arsch. Ach nee, das ist glaube ich der Connector, den ich von unten dran hatte. So. Was machst du? Ich versuche erstmal von unserem Grid runterzufahren. Auf seine Werkstatt-Grid. Oh, du schleifst. Ja, ja. Schleifen tun wir doch alle. Alter, der hängt aber richtig drin jetzt. Wo drin? Im Grid hängt er richtig drin. Achso. Oh ja. Ja, das ist das Problem mit den Wheels, ne? Das ist dann quasi die einzige Möglichkeit, dass du das dann erstmal irgendwie retten kannst. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Warum ist es jetzt schon wieder dunkel? Das ist doch nervig. Sieht man doch nichts. So. Jetzt habe ich mir doch nicht gemerkt, auf was ich so stehen hatte, ey. Toll. Mach jetzt einfach mal das. Mach das jetzt hier genauso. Halt. Nein. Soll ich bei dem Static Grid eine Antenne dran machen? Nee, ne? Nee, brauchst du nicht. Du hast doch deine eigene Antenne. Ach Mann, jetzt habe ich schon unter den Kommentar eingeblendet. So, minus 0,55. Okay.
So, gucken, ob das jetzt hinhaut. Ansonsten bin ich schon wieder am Ende mit meinem Latein. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, steht wieder. Sehr gut. So, soll ich jetzt noch mal reinfahren oder wollen wir das auf der nächste Folge verschieben? Wir sind bei 40 Minuten. Nee, wir verschieben das. Alles klar. Gut, leichter Chaos-Start für nächste Folge. Leider wird es jetzt auch dunkel, müssen wir uns mal zwischendurch... Ach ne, guck mal. Ja, das ist doch schon wieder nervig. Ich muss den nochmal aufbocken. Weil irgendwie geht hier gerade nichts. Gut, Leute. Aber wir fixen das mal schnell. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ciao.